schön, dass du da bist. Du bist im richtigen Haus. Das freut mich. Schön, dass du mich gefunden hast. Dankeschön für die Einladung. Und ich bin gespannt. Und schön, dass wir heute miteinander kochen können. Da freue ich mich richtig drauf. Ich bin auch gespannt, was auf dem Tisch alles dann rauskommt. Bestimmt was Tolles, wenn wir zweites machen. Das glaube ich auch. Am besten ist, wir gehen gleich in die Küche, damit wir anfangen können. Komm einfach mit. Dankeschön. Dann schauen wir mal, was uns alles erwartet. Du fängst schon an, du hast schon heimlich aufs Rezept geguckt. Ja, was wir jetzt machen, sind unsere Hollerküchle. Ein süßes Dessert. Ein süßes Dessert oder auch in der Hollerblütenzeit kann es auch als Hauptgericht gegessen werden, als süße Hauptspeise mit einer schönen Vanillesoße vielleicht noch dazu. Wir machen es uns heute als Dessert und du fängst schon an, 150 Gramm Mehl zu sieben. Das ist ein Ausbackteig, der nicht speziell für die Hollerküchle ist, sondern den man für jedes, kann man auch dann im Herbst für die frischen Äpfel nehmen oder im August für die Klaräpfel, Apfelküchle machen, eignet sich immer. Wir machen heute die jugendfreie Variante mit Mehl, Eier, eine Prise Salz kann noch rein. Genau. Und dann kommen wir eine Prise rein. In jede Süßspeise gehört immer ein bisschen Salz. Bitte gleich trocken verrühren. Wir machen die jugendfreie Variante mit Milch. Ganz toll wird das natürlich auch mit einem dunklen Bier oder mit einem guten Frankenwein. Manche nehmen auch Mineralwasser dafür, weil sie meinen, dass auch die Kohlensäure von dem Wasser nochmal den Teig fluffiger macht. Bei Zutaten mit Alkohol ist es auf jeden Fall so, du musst jetzt vorsichtig sein beim Eier aufschlagen, weil wir müssen das Ei trennen. Ich sage nur noch zu Ende, der Alkohol, der drinnen ist, wenn der heiß wird, der treibt und dadurch wird er fluffiger. Darum kommt auch in jeden guten Rührteig, in jeden guten Kuchen Stampeler Zwetschgen oder Likör oder sonst was mit rein. Hast du schon mal Eier getrennt? Ja, aber das ist mir missglückt. Ja, wir haben hier was zum Üben. Also auch aufschlagen wie vorhin. Wir brauchen ja zwei Eier. Ich zeige das mal bei einem. Du schlägst auf, nimmst es auseinander. Das ist schon wieder der Vorführeffekt. Und schön vorsichtig. Und gibst... Ja, dieses Umladen immer dieses von einer Umladen, Hälfte, von einer Hälfte zur anderen. Das Eigelb kann jetzt schon hier mit rein. Ich nehme jetzt mal deine Schüssel als Abfall und das Eiweiß tue ich gleich mal extra. Jetzt habe ich schon mal ein Eiweiß gesichert, in dem nichts drinnen ist. Denn Eiweiß ist ganz empfindlich, wenn der Eigelb mit drinnen ist, dann schlägt es nicht mehr richtig auf. Darum muss man da vorsichtig sein. Und darum finde ich es auch da praktisch, wenn man es einfach in zwei getrennte Behälter macht, dann kann er nämlich gar nichts passieren. Genau, weil wenn das einmal das Eigelb da drin ist, dann hätten wir es komplett damit rein und hätten die Milchmenge ein bisschen reduziert. Aha, es gibt also Auffangmöglichkeiten. Na, dann kann man das Eiweiß noch anders verwenden. So, jetzt ist schon passiert. So, Vorsicht, es passiert noch mehr. Man kann auch versuchen, das wieder rauszuholen. Wenn man geduldig ist, geht es meistens auch. Und fürs Auspacken ist jetzt die Schaummasse nicht so ganz, ganz, ganz entscheidend. Ich versuche mal da noch eins rüber zu bringen, ohne dass wir es dabei haben. Das ist mir, glaube ich, gelungen. Restliches Eigelb ist da. Ich habe dir schon die Milch abgemessen, 200 Milliliter. Und das war, wie der Frank gesagt hat, ein Sprutz drin. Genau. Keiner weiß, wie viel das ist, aber jeder weiß, was es ist. Genau. Und jetzt wird schön verrührt, ne? Und jetzt verrührst du das schön. Und ich mache jetzt hier ein bisschen Krach in der Zwischenzeit. Ich nehme nämlich zum Schlagen des Eischnees die Küchenmaschine. Ich habe jetzt hier die zwei Eigelb drinnen, die lassen wir jetzt mit der Küchenmaschine das Eischnee schlagen. Das wird ein bisschen laut. So, Richard, ich habe mir jetzt behelfen lassen und habe mit der Küchenmaschine den Eischnee geschlagen. Und du siehst, wenn er da so schön drinnen bleibt, dann ist er auch steif genug. Den nehmen wir jetzt rüber mit dem Teigschaber. Gebe ich ihn dir da zu deinem Teig mit rein. Und ich darf ihn unterheben. Du darfst ihn unterheben, das weißt du. Das ist, ob ich es auch umsetzen kann. Aber das ist nämlich ganz schlecht, wenn man den so kreisrund rührt. Dann rührt man eigentlich die Luft wieder raus, die man vorher mühsam eingearbeitet hat. Das soll ja fluffig werden. Das soll fluffig werden. Wir wollen ja heute diese Hollerküchle machen. Der Holunder steht ja jetzt in voller Blüte draußen. Ich habe ihn gewaschen, man kann ihn so vorsichtig durchs Wasser ziehen und habe ihn abtrocknen lassen. Denn trocken soll er wieder sein, sonst fängt er den Teig nicht auf. Ich habe auch extra den Stiel dran gelassen an den Holunderblüten. Und ich habe mehr abgeschnitten. Wir suchen einfach die aus, die beim Wackeln nicht alle Blüten verlieren.
Dazu habe ich uns Pfanne aufgestellt. Da geben wir jetzt Rapsöl rein. Das eignet sich ganz besonders gut zum Ausbacken. Ist geschmacksneutral. Ist aus der Heimat. Ist ganz wichtig, ja. Ist auch ein künstliches Öl und hat von der Fettsäurenzusammensetzung her die gleichen Werte eigentlich wie das Olivenöl. Genauso positiv drum. Kommt eigentlich bei uns nichts anderes in die Pfanne. Sehr gut. Du brauchst nicht so viel Fett wie in der Fritteuse. Die müssen nicht schwimmen. Aber sie sollen schon Bodenfreiheit haben. Ich nehme jetzt hier den Ausbackteig, den du gemacht hast. Und jetzt weißt du auch, warum ich warum ich die Stiele dran gelassen habe. Ich gebe jetzt hier die Holunderblüten rein, tauche sie ein. Schau, dass sie schön umgeben sind. Ja, und wenn man dann mit der Blüte da drüber geht, dann kann man sie ein bisschen platt drücken. Genau, dann kannst du jetzt gut rausbacken. Und dann kannst du jetzt gut rausbacken. Zum nächsten kannst du dir nehmen und probieren. Und bevor wir dann drehen, ich habe die Temperatur ein bisschen runtergenommen. Das soll schon ins Heiße rein. Genau, und da kannst du jetzt, möchtest noch ein bisschen den Teig nachgeben. So, der erste, denke ich, kriegt schon ganz schöne Farbe hier. Dann nimmst du jetzt einfach die Schere und schneidest das oben raus. Es wird noch tief. So? Genau. Diese dicken, die man eigentlich nicht essen möchte, ja, nichts mehr daher einfach. Und wenn sie durchgebacken sind, wenn wir sie rausnehmen, legen wir sie einfach hier auf die Platte noch auf Küchenkrebs. Das saugt dann noch einmal das Fett ein bisschen ab. Die Holunderblüten, denke ich, haben keine Kalorien. Die schlagen nicht auf die Hüften, aber fettgebackenes ist halt immer, ja, es ist aber auch im Sommer irgendwie komischerweise ein gutes Essen. Ein ganz einfaches Schnitzel isst man auch gerne im Sommer. Ja. Ne? Braten ist eher immer ungeeignet mit den Soßen dazu. Aber da kann man, ja, könnte man jetzt auch vorstellen, eine schöne Kugel Vanilleeis dazu. Genau, und dann? Ne? Auf die Sahne verzichtet man dann, wenn wir es im Fett rausgebacken haben, und dann ist es auch wunderbar. Wenn keine Kinder mit essen, dann einfach auch mal mit dem guten Silvaner probieren. Oder mit dem dunklen Bier. Wir haben ja auch eine ganz andere Beilage dann plötzlich. Ja, und wir haben ja auch so viele tolle Brauereien und Winzer im Landkreis. Ja, da haben wir gute Auswahl und die sollen wir auch unterstützen. Und ich bin richtig stolz. Wir waren heute richtig regional und wir haben wirklich eine vielfältige Landwirtschaft und Gartenwirtschaft oder Gartenbewirtschaftung bei uns im Franken möglich, auch wenn das Wasser immer fehlt. Aber es gibt viele Dinge, die hier bei uns auch gut wachsen. Unsere Knoblauchländer Gärtner haben alles gut im Griff. Die versorgen uns ja aufs Feinste mit allem, was wir brauchen, und durch die Häuser versorgen sie uns auch mit wenig Pflanzenschutzmitteleinsatz. Das ist nämlich auch was viele immer nicht wissen, dass die Häuser deswegen so hoch sind, weil man da das Schimmelpilzmanagement ganz anders machen kann und keinen chemischen Pflanzenschutzeinsatz mehr braucht, sondern dadurch kann die Luftfeuchtigkeit in einem Gewächshaus ganz anders gesteuert werden. Und da hat man dann gleichbleibende gute Erträge, ohne dass man Chemie einsetzen muss. Man sieht auch, es steigen auch immer mehr im Knoblauchsland auf Bioerzeugung um. Ja, und was ich dort auch gelernt habe, die ganzen Energiekreisläufe, die dort entstehen, dass eben alles genutzt wird, dass eben die Wärme des Tages in der Nacht noch genutzt wird, wo andere früher geheizt haben. Und da gibt es eben heute die ganzen intelligenten Möglichkeiten. Und das geht aber nur, wenn die großen Glasgebäude stehen. Genau, das kann ich nicht machen unter der freien Natur, weil da die Einflüsse einfach viel zu unterschiedlich sind. Genau, und lieber steht das Gewächshaus hier und ich sehe den Bauern vor Ort und kann reinschauen am Tag der offenen Türen. Knoblauchsland machen sie ja immer auf, dass man sieht, was hier erzeugt wird und wie es erzeugt wird, bevor es irgendwo aus Chile oder sonst woher importiert werden muss und mit Flugbenzin zu uns gebracht wird. Yeah, yeah, yeah. So, das sind jetzt unsere fränkischen Hollerküchle. Frisch aus der Pfanne. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Spaß beim Nachkochen und einen guten Appetit. Wow!